Hallo Leute und herzlich willkommen zum Skin-Spotlight von Avatar Korra. Das ist der zweite Skin, den man aus dem Prestige-Part des Battle Pass bekommt. Also an sich schon der fünfte Skin aus dem Battle Pass. Und auch der vorletzte, ne? Nämlich Avatar Korra. Im Skin verändert sich nur das Aussehen von Korra und keine ihrer Fähigkeiten. So, jetzt gehen wir kurz. Ein bisschen. Zack, zack, zack. So. Also, hier. Naga ist komplett gleich geblieben. Nur Korra leuchtet jetzt ein bisschen. Mal von vorne. Battle Pass. Hier, Avatar Solutions. Vielleicht mehr. So. Ist genauso wie vorher. Würdest du bitte weggehen? Wow. Kommt man das keine Ahnung, ist mir doch egal. Okay. Dann Fähigkeit nochmal. Das würde ich keinen großen. Also alles ist an sich gleich geblieben. Genauso wie beim normalen Korra-Skin. Alle Fähigkeiten, alle Animationen. Außer das Aussehen. Also ihr seht doch dieses Avatar leuchten. Ihre Augen dürften auch weiß sein. Warte, wenn ich mal kurz. Ja. Ihre Augen leuchten auch weiß. Und seit auch die kurzen Haare, die sie zu Ende der Serie hat. Was auch übertrieben cool ist. Das finde ich somit das Coolste. Und dass sie halt diese kurzen Haare hat und Rava oder Watu? Auf der Brust jedenfalls. Jedenfalls der weiße wer ist das? Der Avatar-Geist. Das war es vielleicht nochmal kurz. So, ja, okay. Das wär's dann mit dem Avatar Korra Skin für Skadi. Schaut gerne mal den normalen Skin an, den ich gemacht habe, also normalen Skin Spotlight, irgendwo verlinkt. Und auch die ganzen anderen Avatar Sachen, die ich zu den ganzen gemacht habe, die ganzen Videos, die ich zum Avatar gemacht habe. Gott, sprechen. Und, jo, passt auf euch auf, lasst ihr ein Like, abonniert, falls ihr noch nicht getan habt. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr es cool findet. Also findet ihr es cool, dass sie halt den noch für alle so einen zweiten Skin veröffentlichen? Der halt einfach keine große Veränderung außer das Aussehen hat. Das würde mich interessieren. Und jo, passt euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.